Das hier ist ein Sandwich und genau über das reden wir heute. Sandwich, aber erst esse ich mal auf. Gut, die Mittagspause ist jetzt beendet. Dafür habe ich den Tisch mal neu gedeckt mit jede Menge frischen Sandwichen. Erst einmal kurz erklärt, was heißt eigentlich Sandwichmaterial. Man kann das hier an dem ganz gut erkennen. Es gibt eine Außenlage, eine Kernlage und wieder eine Außenlage. Das können eben dementsprechend drei Lagen sein, es können aber auch fünf oder sieben Lagen sein. Ein Sperrholz ist theoretisch auch ein Sandwich. Wichtig ist einfach nur, dass diese Anzahl der Lagen ungerade sein muss. Wenn das vier Lagen wären, dann wäre das Material instabiler, als es mit fünf Lagen wäre. Einer der wichtigsten Punkte bei einem Sandwich-Material ist das Verhältnis zwischen Kern- und Außenlagendicke. Tatsächlich wird die Biegefestigkeit überwiegend anhand dieses Verhältnisses festgelegt. Also habe ich einen sehr großen Kern, kann die Außenlage sehr viel dünner werden und die Biegefestigkeit ist dieselbe. Wenn die Außenlagen dicker werden und die Mittellage dünner, dann ist die Biegestaffigkeit häufig schlechter. Da sind wir beim Thema Sperrholz. Das Sperrholz, was vielleicht sieben oder fünf Lagen hat, die alle gleich dick sind, da ist das nicht sehr formstabil. Habe ich aber hier so ein Material, wie zum Beispiel diese dicke Platte, die im Verhältnis ein sehr dünnes Außenmaterial hat und einen sehr dicken Kern, da ist die Biegesteifigkeit deutlich größer. Also hier großer Vorteil von Sandwich-Materialien. Wer einmal eintaucht in das Thema Sandwich-Materialien, der wird schnell erkennen, dass es ein riesengroßes Becken an unterschiedlichsten Materialien ist. Dementsprechend ist das, was hier auf dem Tisch ist, auf keinen Fall der volle Überblick an Möglichkeiten, sondern wirklich nur eine kleine Auswahl. Egal, ob das jetzt hier Materialien sind mit Korkern oder hier ein Material aus Aluminium oder ein GFK-Sandwich. Das soll einfach nur mal euch einen Überblick geben, was eigentlich alles so möglich ist und wo die Hauptunterschiede sind. Warum wollen wir Sandwich-Materialien einsetzen? Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Ich fange mal im Innenbereich an, nämlich beim Thema leichte Möbel bauen. Da sind zum Beispiel diese Materialien sehr interessant. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, aber wer zum Beispiel nur mit Holz arbeiten möchte, der könnte mit diesen Materialien schon ein spannendes Produkt gefunden haben. Hier haben wir ein Balsaholzkern, der sehr dick ist im Verhältnis, und außen auf der Außenlage ein Sperrholz. Hier ist es ein Pappelholz, hier ist es eine Mahagoni-Oberfläche, unterschiedliche Schraubfestigkeiten. Je dicker im Prinzip das Sperrholz hier außen ist, umso besser kann man es auch verschrauben, denn im Balsakern haftet nichts. Eine Spezialität von Balsa ist das Problem mit Feuchtigkeit. Wenn Balsaholz nass wird, fängt es sehr schnell an zu faulen. Dementsprechend vorsichtig sein. Das ist noch was für den Innenbereich, um zum Beispiel Oberschränke zu bauen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade Materialien. Das ist das Balsa, das Keuper Air von Keuper aus den Niederlanden. Auch aus den Niederlanden Van Steen mit der Mahagoni-Oberfläche. Es gibt aber zum Beispiel auch Duracor. Duracor hat noch den Vorteil, dass hier eine Schäftung schon vorbereitet ist, das heißt, ich kann mir die Platten unendlich vergrößern. Die sind normal 2,40 m x 1,20 m groß und ich muss mir nicht selber noch eine Schäftung vorbereiten, sondern kann die einfach verkleben und habe eine noch größere Platte. Zum Beispiel dann interessant, wenn man daraus eine Bettunterkonstruktion bauen will. Bleiben wir beim reinen Möbelbau, der keine große Festigkeit bieten muss. Da kann ich auch mit Polypropylenwaben im Kern arbeiten. Das allerdings ist ein Werkstoff, der für uns Laien wahnsinnig schwer zugänglich ist. Ich kann zwar Polypropylenwaben kaufen mit verschiedenen Oberflächen, aber selten so ein fertiges Werkstück, wo zum Beispiel in diesem Fall eine HPL-Oberfläche aufgeklebt ist oder hier, das ist ein SW-Panel, auch von Van Steen, wo hier schon ein Furnier aufgeklebt ist. Das ist sehr schwer ranzukommen. Eventuell müsst ihr da mal mit einer Tischlerei sprechen, ob man euch sowas fertig verarbeiten kann. Das ist eigentlich eher was für Fachbetriebe und ich zeige euch aus welchem Grund. Diese Polypropylenwaben, die zum Beispiel auch bei Monopan verwendet werden. Monopan als Sandwich ist euch vielleicht ein Begriff. Die bieten keinerlei Schraubfestigkeit. Die Waben sind nämlich in die Richtung und wenn ich hier eine Schraube durchdrehe, hält sie im Prinzip nur hier vorne in dieser kleinen Deckschicht, aber nicht hier weiter drin. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss eine Verstärkung einbauen. Hier sieht man das zum Beispiel ganz gut. Hier ist jetzt eine Holzverstärkung eingesetzt,
da kann ich reinschrauben. Heißt aber auch, ich muss mir jedes Element, was ich baue, vorher durchkonstruieren. Wo möchte ich es verschrauben? Wo will ich was befestigen? Wo will ich also Kräfte einwirken lassen? Und diese ganze Verarbeitung, das ist am Ende nicht mehr wirklich leintauglich. Ihr braucht dann irgendwie eine Presse, um diese Sachen am Stück zu verarbeiten und zu verkleben. Insofern, das nur mal so ein Technologieausblick. Das ist Reisemobilstandard beispielsweise, aber nicht unbedingt was für euch als Laien, als Endanwender. In einer Materialart könnt ihr diese Platten einfacher bestellen, nämlich dann, wenn sie außen eine GFK-Außenschicht haben, dann werden sie im Fahrzeugbau eingesetzt. Dann wiegt sowas bei 18 mm Materialstärke etwa 5 Kilo pro Quadratmeter. Eine Alternative zu den Polypropylen-Waben ist der Einsatz von Schäumen im Möbelbau. Das hat auch eine kleine wärmedämmende Wirkung. Zum Beispiel interessant, wenn ich die Abwärme von der Heizung loswerden möchte oder eben einfach sehr leicht bauen möchte. Es gibt unterschiedliche Materialien. Blau hier zum Beispiel ist PVC, also Polyvinylchlorid, oder das Weiße, das ist Polyethylen. Die Möglichkeiten, diese Schäume zu beschichten, sind sehr mannigfaltig. Auch das kann man hier ganz gut sehen. Hier zum Beispiel von Malvaux, französischer Hersteller, da ist einfach nur eine HPL-Deckschicht auflaminiert. Im Prinzip diese Deckschicht, die auch auf den HPL-beschichteten Sperrhölzern drauf ist. Es gibt auch die Möglichkeit, da ein Sperrholz drauf zu kleben, dann eben entweder mit Sichtfurnier, Folien beschichtet. In diesem Fall ist es ein Echtholzfurnier. Ich kann auch ein sehr billiges Holz nehmen. Das ist dann was ich später noch weiter verarbeiten muss. Das ist ein Okume-Holz, was hier drauf ist. Also sehr leicht, aber auch sehr preiswert und keine besonders schöne Optik. Ist also keine finale Möbeloberfläche. Und hier haben wir nochmal ein Material, das hat schon ein schönes Mahagoni drauf, das könnte man im Prinzip klar lackieren und dann wäre das schon die fertige Möbeloberfläche. Genauso wie bei den Polypropylen-Waben ist aber das Problem, dass ich in Schaum nichts schrauben kann. Das heißt, auch hier müsste ich Inserts einsetzen. Es ist dann relativ leicht, hier etwas auszufräsen und da zum Beispiel einen Dübel einzukleben und dann reinzuschrauben. Also die Verarbeitung ist leichter als mit den Waben. Das Problem bislang war allerdings, dass solche Materialien für uns Laien auch schwer zu bekommen sind. Auch hier, das ist Keuper, Malvaux oder Van Stein, das sind alles Zulieferer für große Werften oder große Reisemobilhersteller. Da kommen wir als Endkunden nicht ganz so leicht ran. Allerdings habe ich im Rahmen der Recherche gefunden, auch Bauhaus, also der große Baumarkt, bietet mittlerweile so ein Produkt an. 4 Kilogramm pro Quadratmeter, das ist ähnlich leicht wie diese Materialien hier, aber es wird auf einfacheres Material gesetzt. Im Kern ist ein XPS-Schaum, also ein extrudiertes Polystyrol, gibt es auch in Wandverkleidung, in Sandwich-Materialien, auch das hier ist ein XPS-Schaum und als Außenhaut wird Pappelsperrholz eingesetzt. Damit macht es leicht und bezahlbar, die Preise sind wirklich günstig. Während sowas schnell mal 100 Euro pro Quadratmeter kosten kann, geht das hier bei 30 Euro pro Quadratmeter los, endet bei 50 für eine 30 mm starke Platte. Ist also für Selbstbauer interessant, sehr leicht und wir können es vergleichsweise einfach bekommen, nämlich einfach in den Baumarkt fahren. Wer es etwas hochwertiger haben will und eben mehr in diese Richtung gehen will und nicht das Pappelsperrholz aus dem Baumarkt haben will, gibt es in Deutschland auch die Möglichkeit, bei Sommerfeld und Thiele zu bestellen. Das ist ein Handel für Bootsbauhölzer. Der bietet auch so eine Sandwichplatte an, lagermäßig mit Mahagoni und Teakfurnier. Aber wer größere Mengen braucht, der kann das auch mit anderen Furnieren bestellen. Kostet so ein Quadratmeter aber auch 150 Euro in 20 mm Wandstärke. Mal eine Grundsätzlichkeit zwischendurch. Ein großes Unterscheidungsmerkmal ist, bei Sandwichmaterialien immer das Verhältnis zwischen dem Gewicht und der Biegefestigkeit. Die ist aber sehr stark abhängig von der Materialstärke und von den genauen Auswahlen. Deswegen bringt es hier an dieser Stelle gerade nichts, euch einzelne Biegefestigkeiten für einzelne Muster hier zu erklären. Wenn ihr ein Material gefunden habt, was euch interessiert, dann schaut euch das Datenblatt an und vergleicht die untereinander. Dann bekommt ihr ein Gefühl dafür. Aber grundsätzlich für Möbelbau ist Biegefestigkeit eigentlich nur dann relevant, wenn man größere freitragende Sachen bauen will, also zum Beispiel die Sitzgruppe oder ein Bett oder eine Badezimmerwand. Aber wenn ihr Möbel bauen wollt, würde ich mal ganz pauschal sagen, ab 6 mm ist jedes Sandwichmaterial ausreichend steif, um damit robuste Möbel zu bauen.
Jetzt mache ich mal die Kurve zu einem ganz anderen Einsatzbereich, denn es geht nicht immer nur darum, Gewicht zu sparen, wenn ich Sandwich einsetze, sondern klar, Wärmedämmung, komme ich gleich noch zu, aber auch Schalldämmung. Und wenn ich schalldämmend arbeiten will, dann ist es nicht unbedingt hilfreich, wenn das Material besonders leicht ist und besonders viel Luft enthält, sondern da muss es auch ein gewisses Gewicht haben. Und hier sind mal zwei Extrembeispiele, wie sowas aussehen kann. Das ist ein Sperrholz mit einer Kork-Gummimischung im Kern. Das sind richtig gute schalldämmende Materialien, wenn ihr zum Beispiel eine laute Heizung im Fahrzeug habt oder unruhig schlaft, wenn abends der Kühlschrank angeht, ja, also irgendwelche Bereiche wirklich isolieren wollt, schalldämmend isolieren wollt, dann sind solche Materialien interessant. Können wir Leinen zum Beispiel kaufen bei Sommerfeld und Thiele, gibt es in unterschiedlichen Materialstärken von 11 bis etwas über 20 mm. Kaufpreis pro Quadratmeter liegen wir bei 100 bis 130 Euro. Ja, und von einem besonderen Material zum nächsten. Natürlich kann ich auch Metalle als Sandwich herstellen. Das hier zum Beispiel hat eine Wabenstruktur aus ganz feinem Aluminium, vergleichbar zu den Polypropylenwaben. Hier ist eine Alu-Wellenstruktur drin, auch das ist ein Sandwich. Aber wer Bilder an der Wand hängen hat zu Hause, der kennt vielleicht auch dieses Material. Alu-Dibond nennt sich das. Das ist ein ganz dünnes Aluminium und dazwischen ein Kunststoffschaum. Das ist nicht tatsächlich, Alu-Dibond ist nicht besonders leicht, ist aber sehr stabil und zum Beispiel interessant, wenn ihr Casemaker-Bauten macht, also einen Rahmen außenrum und dann eine Füllung dafür verwenden wollt, da funktioniert Alu-Dibond gut, ist aber nicht besonders leicht. Ganz im Gegensatz zu diesem Material hier. Das ist das sogenannte Luxboard. Das Luxboard wiegt bei 10 mm und 0,5 mm Alu-Außenmaterial nur 2,5 Kilo pro Quadratmeter. Und diese ganzen Konstruktionen sind etwa 80% leichter, als würde ich dafür ein massives Alu-Element nehmen. Das heißt, Material wie dieses schlägt auch die Brücke zum Bau mit Sandwich-Materialien. Das kann ich auch in unterschiedlichen Stärken bekommen. Ich kann auch die Außenhaut bis zu 1,5 mm dick bekommen. Das heißt, dann ist es auch so fest, dass ich daraus eine ganze Kabine bauen kann. Das Luxboard-Material ist vergleichsweise günstig, liegt bei 10 mm Materialstärke bei etwa 70 Euro pro Quadratmeter. Andere Herangehensweise ist das Material, wie es zum Beispiel Metawell anbietet. Das findet sich beispielsweise im VW California, in den Möbeln. Hier ist es mehr eine Wellenstruktur, die dazwischen eingelegt ist. Es ist deutlich stabiler bei geringerer Wandstärke, ist aber auch erheblich schwerer als dieses leichte Luxboard in dieser Konfiguration. Ihr merkt also, es gibt wahnsinnig viele Stellschrauben, wenn ich mir ein Sandwich-Material suche. Druckfestigkeit ist auch so ein Punkt, da ist dieses Material zum Beispiel empfindlicher als dies. Also vergleicht da die Datenblätter sehr genau und schaut, ob das euren Anforderungen gerecht wird. Machen wir jetzt mal von diesen Materialien den Schritt hin zu Platten, die ihr eher aus dem Bereich Kabinenbau kennt. Hier zum Beispiel ein wirklich klassisches Material, 1,5 mm GFK außen, 1,5 mm GFK auf der anderen Außenseite und in der Mitte einen relativ druckfesten XPS-Schaum. Das gibt es natürlich auch in dünnen Wandstärken, runter auf 18 mm, 20 mm. Daraus kann ich auch mein Mobiliar bauen. Alternativ kann ich diese Materialien auch bekommen mit einem Polyurethankern. Dieses Material ist ein bisschen druckempfindlicher, gerade wenn ich einen billigen Schaum kaufe und den mal in die Hand nehme und merke, dass ich den so zerbröseln kann. Dann ist das kein besonders hochwertiges Material, aber reicht für den Möbelausbau durchaus aus. Würde ich aber nur empfehlen für große Möbelsegmente, sprich Unterkonstruktionen für Sitzbänke, die Bettunterkonstruktion, das Schott zur Nasszelle. Also fangt damit nicht an, jetzt irgendwelche Oberschränke zu bauen. Die Kantenbearbeitung ist viel zu aufwendig, dass das schön aussieht. Aber wer in seine Kabine gleich mit solchen Materialien in die gesamte Sitzkonstruktion mit einbaut, versteift zum einen die Kabine und zum anderen spart er jede Menge Gewicht. Solche Platten liegen je nach Konstruktion zwischen 4 und 8 Kilogramm pro Quadratmeter. Die sind nicht besonders hochfest, werden wahrscheinlich auch einfach nur mit Winkeln aneinander verschraubt oder mit etwas Kleber zusammengeklebt. Aber ist auf jeden Fall eine gute Lösung für große flächige Bereiche im Fahrzeug.
Aber ganz klar, diese Sandwichwände gibt es natürlich nicht nur mit GFK-Außenlagen, sondern zum Beispiel auch mit Aluminium oder auch mit Sperrholz. Macht in der Funktion keinen sehr großen Unterschied, denn die Festigkeit bekommen diese eher einfachen Sandwichmaterialien vor allen Dingen durch den großen Abstand zueinander, nämlich durch den dicken Kern. Etwas anders sieht das aus, wenn ich zu hochfesten Materialien greife beim Bau von Sandwichplatten. Dann können nämlich zwei sehr unterschiedlich aussehende Materialien sehr ähnliche Eigenschaften entwickeln. Hier haben wir zwei Extremfälle. Das hier ist ein hochfestes Glasfaserlaminat mit klar orientierten Faserverläufen in einem hochfesten Epoxidharz. Und hier im Vergleich sind es einfach wirr durch die Gegend liegende Faserschnipsel in einem sehr dicken Polyesterharzmatrix gebunden. Und die Kernmaterialien, hier haben wir einen Polyethylenschaum und hier haben wir einen XPS-Schaum. Das heißt, die Schlagfestigkeit und auch die Biegesteifigkeit von diesen beiden Platten ist sehr ähnlich. Der Preis ist es nicht. So ein einfaches Material bekomme ich etwa ab 80 Euro. Für eine Duflex-Platte in der Ausfertigung zahlt man eben auch schon etwa 130 Euro pro Quadratmeter. Der Gewichtsvorteil, aber ganz klar, hier auf dieser Seite, das sind etwa 4 Kilogramm pro Quadratmeter, hier liegen wir bei 6 bis 8 Kilo pro Quadratmeter. Aber Nachteil hier, die Dämmwirkung ist geringer, hier ist einfach mehr Platz für mehr Material, dementsprechend auch eine bessere Wärmedämmung. Wo ist also der Vorteil von teuren, hochfesten Materialien, wenn es nicht die Wärmedämmung ist? Ganz klar, ich habe hiermit die Möglichkeit, dreidimensionale Strukturen zu laminieren, die Möbel, die Oberschränke mit an die Decke anzulaminieren, sehr leicht zu arbeiten und trotzdem eine hohe Festigkeit zu bekommen. Hier zum Beispiel ist mal dasselbe Material in einer Nummer dicker. Damit haben wir das Aufstelldach von Knut laminiert. Das sind 30 mm Kern mit einem PVC-Schaum. Das ist nochmal doppelt so steif wie dieses Material. Hier kann ich also wirklich sehr aufwendige Strukturen mitbauen. Das ist nichts für den 0815 Möbelbau. Dafür ist es dann einfach auch zu teuer. Ja, und nicht nur diese ganze Bandbreite ist sehr fordernd und überfordernd, sondern eben auch die Verarbeitung von Sandwich-Materialien. Ich kann hier nicht einfach eine Schraube reinjagen und hoffe, dass das hält. Und ich glaube, das Beste wird sein, wir besorgen uns mal von diesem Baumarktmaterial ein paar Platten und zeigen euch in einem der nächsten Videos mal, wie genau das funktioniert. Insofern schaut einfach mal demnächst wieder rein, dann gibt es die praktische Anweisung, wie sowas zu verarbeiten ist.